Je besser die Biologie, desto weniger Rolle spielt die Technik. Es wird heute immer geglaubt, wenn die Maschine doppelt so schwer ist, kann man das über den doppelt so breiten Reifen abstützen. Das stimmt nur im Oberboden. Im Unterboden zählt nur die Radlastung. Noch gravierend ist aber das Problem, dass diese Poren im Unterboden, wo der Boden wie ein Schwamm ist, durch diese Feinteile verschlossen werden. Und zwar, wir haben ja vom Joel Saladin schon so schöne Bilder gesehen zum Thema Boden und wie wichtig dieser Kreislauf ist. Michael hat schon ganz kurz gesagt, ich bin Landwirt und habe Landwirtschaft studiert und forsche in dem Bereich Bodenfruchtbarkeit und versuche diesen Spagat, wo wir einfach oft diesen Bedarf haben, die Wissenschaft mit der Praxis ein bisschen zu vernetzen. Insofern, als wir sehr viele neue Erkenntnisse haben die letzten Jahre, die mich neugierig machen wie ein kleines Kind, was im Thema Boden einfach los ist. Boden hat man lange geglaubt, ist ein Behälter, wo Nährstoffe drin sind. Man kommt zunehmend drauf, Boden ist ein Organismus, ist ein Gewebe, Boden ist eine Eiweißverbindung. Und wir können einerseits natürlich Nährstoffe analysieren vom Boden, um daraus Rückschlüsse zu ziehen, so wie Sie vielleicht zum Arzt gehen und sagen, der macht eine Blutanalyse, das ist alles gut und wichtig. Aber das sagt nicht über die heutige Befindlichkeit aus und über die Stimmung und ob es Stress mit der Frau haben oder nicht. Also Chemie ist das eine im Boden, Biologie ist das zweite. Und was ganz spannend ist, das nehme ich jetzt kurz vorweg vor diesem Test, Boden ist Gewebe und Eiweiß und es hat im Laufe der Bodenforschung immer schon Leute gegeben, die gesagt haben, es gibt diesen sogenannten Kreislauf des Lebens. Die sind lange ausgelacht worden, weil man es auf Nährstoffe reduziert hat oder bei uns auf Kalorien. Und heute sieht man, es gibt diesen schönen Spruch, du bist, was du isst. Oder der Hippokrates hat gesagt, eure Lebensmittel sollen ein Heilmittel sein. Dass man heute weiß, die Stoffe werden, die wir in den Boden hineinbringen, nicht einfach aufgelöst, sondern sie sind schön im Kreislauf über das Schwein, über das Huhn bis zu unseren Eiern, wie wir das schon so schön gehört haben. Du bist, was du isst. Man kann heute in eurem Körper nachweisen, welche Pflanzen ihr gestern gegessen habt, weil man diese Eiweißbruchstücke, MikroRNAs nennt sich das, eins zu eins wiederfindet. Und wenn man weiß, wie stark der Darm mit dem Hirn interagiert, weiß man, dass dies unsere Psyche beeinflusst. Wir sind ein Stück höher entwickelte Erde. Wir sind ein Teil Erde. Erde ist Gewebe, Humus ist Gewebe. Wir kommen da heraus und gehen wieder hinein. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu weit entfernen in unserem Ego und wieder einfach dorthin zurückfinden. Und zu diesem Zweck und vor diesem Hintergrund, was das mit uns macht, was wir essen, weil wir essen diese Erde ja mit, sehen wir hier, das ist eine Erde von einem intensiv bewirtschafteten, verdichteten Boden, der sehr schnell zur Verschlemmung, zur Krümelinstabilität neigt. Das ist unser Problem auch in der Landwirtschaft. Kurzfassung, desto weniger Rolle spielt die Technik. Und je kaputter die Biologie, umso wichtiger ist es, mit einer perfekten Technik aufzupassen, damit man nicht zerstört. Und wenn der Boden heute nicht gar und krümelig ist und der Bauer glaubt, er muss das zerdreschen mit der schweren Maschine, damit das schön ausschaut, wo wir jetzt vorher genau gesehen haben, dass das auch zusätzlich ein irrsinnig hoher Energieaufwand ist, dann kommt das heraus. Das ist eine Erde, die sozusagen keine stabilen Krümel hat, weil sie mechanisch zerlegt ist. Und da können wir einen Test machen. Ich habe den Test vorher schon vorbereitet und gemacht, indem man einfach, wir wiederholen den jetzt mit diesen schönen Gläsern von der Neumarkter Lambsbräu, indem man diese Erde einfach einem Starkregen-Test unterzieht. Man nimmt Erde, das können Sie auch im Garten probieren, und gibt den in einen Trichter. Ich gebe jetzt nicht zu viel hinein, weil bei dieser Erde, ich mache besser zuerst den mit der guten Erde, weil der dauert ewig, weil die Erde ist verdichtet. Und sickert es so langsam durch. Also probieren wir die zuerst und dann die zweite. Das ist eine sehr krümelige Erde. Und Sie müssen sich immer vorstellen, es hängt sehr viel mit Macht zusammen und mit diesem Machertum, dass ich als Bauer glaube, ich bin so gut und weiß, was die Pflanze braucht oder ich kann das alles steuern. Statt dass ich sage, ich bin ein Teil davon. Wir haben kein einziges Bodenbearbeitungsgerät, das senkrecht arbeitet. Das ist immer nur der Wurm, den ihr bei der Michaela dann seht. Und der Wurm verdaut in einem guten Boden, alle 10 bis 15 Jahre frisst er die Erde durch, krümelt, lockert, schaut, dass das Infiltrierungsvermögen gut bleibt für unser Grundwasser. Und je mehr das der Boden verdichtet, desto stärker kommen auch diese Hochwasser. Das ist ja ein gesellschaftliches Problem, nicht nur von der Landwirtschaft. Wenn wir jetzt diesen guten Boden nehmen, von dir, Sepp, da hinten, dann sieht man sehr schön,
der infiltriert. Das Wasser rinnt durch. Es werden ein paar Teile mitgeschwemmt, das ist ganz normal. Und wenn wir dann das absetzen lassen, dann sieht man sehr schön, das habe ich vorher auch vorbereitet, an der Oberfläche, wo das Wasser durchrinnt, bleibt eine Struktur erhalten, der bleibt porenoffen, der Boden. Hingegen beim anderen Boden, das sehen wir nachher noch, dann schaut die Oberfläche so aus, verschlemmt, das ist wie Beton. Deswegen bauen wir heute Wasserrückhaltebecken, statt dass man den Bauern das Geld gibt, dass man sagt, der Boden muss das infiltrieren. Wir brauchen das Grundwasser und wir haben alle paar Jahre Jahrhunderthochwasser, deswegen, weil der Boden das nicht aufnimmt. Und da haben wir noch ein riesiges Problem dabei, das ist jetzt noch wichtig am Rande, diese zunehmend schwerer werdenden Maschinen. Es wird heute immer geglaubt, wenn die Maschine doppelt so schwer ist, kann man das über den doppelt so breiten Reifen abstützen. Das stimmt nur im Oberboden. Im Unterboden zählt nur die Radlast und das ist eine politische Bombe. Wir müssen sofort von den Maschinen, von den schweren herunter. Wir generieren damit im Unterboden in 1-2 Meter Tiefe Verdichtungen. Da bleibt das Wasser stehen wie in der Badewanne, wo der Stoppel unten ist. Deswegen kommen diese Hochwasser so schnell, weil wenn die Badewanne voll ist, geht sie über. Und da müssen wir sofort weg davon. Das ist Physik. Und das hat die Sprengkraft für die Agrarwende, dass man sagt, das ist Physik. Es ist nur eine Frage dessen, wie hoch der Leidensdruck werden muss, bis das einzieht. Bei diesem guten Boden, das Wasser ist relativ schnell durchgesickert und relativ klar, wir sehen es dann im Vergleich zum anderen, das ist die Flasche vom Vorher. Schauen Sie, wie klar das ist. Und beim anderen ist es nach wie vor trüb, dann machen wir jetzt gleich noch den zweiten Vergleich. An der Oberfläche ist es porenoffen geblieben, das Wasser kann hineinsickern. Und jetzt machen wir den zweiten Test, der länger dauert, weil das ja fast nicht mehr durch kann. Und deswegen habe ich den zuerst jetzt gemacht. Bei dem zweiten habe ich vorher eine halbe Stunde gewartet, bis die Flasche voll war. Wenn wir das sozusagen ungefähr gleich simulieren jetzt, am besten wäre es vielleicht sogar mit zwei Flaschen nebeneinander. Dann sieht man zuerst gar nichts und dann kommt es langsam. Und dann kommt einfach eine dunkle Brühe heraus. Der Grund ist, diese Krümel sind nicht biologisch lebend verbaut, nennt man das. Die sind nicht stabil, sondern mechanisch zerrieben. Werden mit ausgeschlemmt. Und wenn man sich den Boden vorstellt wie einen Schwamm, dann ist das Hauptproblem einerseits diese oberflächliche Verdichtung, wo das oben sozusagen die Poren verschließt. Noch gravierend ist aber das Problem, dass diese Poren im Unterboden, wo der Boden wie ein Schwamm ist, durch diese Feinteile verschlossen werden. Und dadurch dieser Stoppel in die Badewanne hinunterkommt, weil das Wasser nicht mehr durchkommt. Und natürlich auch die Wurzeln oder die Leguminosen und die Knöllchenbakterien Sauerstoff brauchen, so wie wir zum Atmen. Die meisten Bodenmikroorganismen auch. Und wenn diese Poren verschlossen werden, dann wird das wie Beton. Und das lässt sich auch technisch nicht regulieren. Das hat keinen Sinn, wenn man da mit Untergrundlockern hineinfährt. Das funktioniert nur langfristig über die Biologie. Und deswegen brauchen wir eine gute Fruchtfolge bis hin zu dieser weiterdenkenden regenerativen Landwirtschaft, indem man die Tiere mit integriert und in dem Sinn auch die Bodentiere, dass man diese stabile Krümelstruktur schafft und erhaltet und auch wieder regeneriert. Nicht nur im Sinne der Bauern, sondern im Sinne der Leute, die da wohnen, für das Wasser, für das Grundwasser und vor allem für diese Lebensmittel, die da herauskommen. Also wir trinken das beim Neumarkter Lambsbräu mit, was wir Bauern sozusagen da anbauen, wie wir den Boden behandeln. Das sieht man ganz deutlich bei diesem Boden, der ist oben verschlemmt, die Poren werden zu. Und da gibt es natürlich auch Landwirte, die sagen, ja, es funktioniert nicht ohne Kunstdünger, weil dann zu wenig Stickstoff da ist. Es ist oft nicht eine Frage der Nährstoffmenge im Boden, sondern der Umsetzungsdynamik. Wenn ich Ihnen so einen lockeren Spanngurt in den Hals halte, weil einfach so wie hier dann nur mehr wenig Luft hineinkommt, dann werden Sie auch nicht mehr leistungsfähig sein. Das heißt, das Wohlbefinden, die Struktur, die Umsetzungsstabilität ist wichtig für eine hohe Bodenfruchtbarkeit. Und wie gesagt, noch einmal zurück zu diesem großen Zusammenhang. Der Boden ist der Lebensträger. Geht die Wissenschaft heute so weit, dass man sagt, wir haben gelernt, und teilweise sind wir gehirngewaschen, einfach nur in Zahlen zu denken oder in Rastern und Mustern, immer nur das Materielle sozusagen zu sehen, das beweisbar und nachweisbar ist und belegbar. Die neueste Forschung sagt,
Humus als Eiweißform, als lebendes Gewebe, ist unendlich variabel und Eiweiß wird durch Schwingungen, durch Zuwendung verändert. Jetzt haben wir ganz eine neue Dimension, wo man sagt, je nachdem, welches Eiweiß ich in den Boden bringe, umso differenzierter ist die Lebensmittelqualität, die herauskommt. Vielleicht nehmen Sie das Bild vom Computer mit. Da gibt es einerseits die Hardware, das ist der Kasten, die Festplatte. Das haben wir bis jetzt untersucht. Wir können eine Festplatte in Königswasser oder in Salzsäure auflösen. Ich kann sie in Salzsäure auflösen und sagen, sie bestehen auf so viel Stickstoff, Phosphor und Kalium. Spannend, aber wie gesagt, sagt nicht unbedingt alles über Ihre Persönlichkeit. Langweilig, deswegen besser nicht. Richtig. So ähnlich ist es beim Boden. Wir können diese Bodenanalysen machen. Das sind Indikatoren und Werkzeuge. Aber heute wissen wir, entscheidend ist das Verhältnis der Stoffe zueinander und entscheidend sind diese Eiweißformen, die man in den Boden einbringt. Und das wissen wir heute, dass Eiweiße verändert werden können. Durch Licht, wie der Rudolf Steiner zum Beispiel gesagt hat, werden Eiweiße in ihrer Schwingungsform verändert. Und die Eiweiße, die eine andere Form haben, die haben eine andere Information drauf. So ähnlich wie bei dieser Festplatte vom Computer, die können Sie auch in Säure auflösen und wissen, ob sie aus Eisen oder Titan oder sonst was besteht. Aber entscheidend ist ja nicht nur die Festplatte, die Hardware, sondern die Software, die drauf ist, die Information, die in den Boden hineinkommt, die kommt wieder in die Lebensmittel und die essen wir mit uns. Das ist der Abschlusssatz.